liebe Freunde des Deutschen Landwirtschaftsmuseums, liebe Mitwirkenden, ich möchte Sie herzlich heute zu unserem Hohenheimer Feldtag begrüßen. Ja, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen zu diesem Feldtag und freut mich, dass Sie alle da sind. Ich glaube, wir haben ein sehr attraktives Programm. Wir leben ja in politischen Zeiten und deswegen möchte ich mit einem Karlauer eines Politikers beginnen. Theodor Heuss hat mal gesagt, der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist. Er hat Holzspeicherräten, hat eine Vorderrad-Bremsvorrichtung und einen Bretteraufbau. Er wurde ursprünglich für den Transport für Feldfrüchte genutzt, aber auch für den Transport von Mist. In einer Tonne Mist haben Sie 5 Kilogramm Stickstoff. Das heißt also, wenn Sie 100 Kilogramm Stickstoff zur Düngung ausbringen wollen, dann müssen Sie aus Feld 40 Tonnen Mist fahren. Und 1958 haben sie begonnen, diese Miststreuer zu bauen. Sie sehen eben auch schon die Größenordnung anders. Der Vorschlaghammer nicht zu bewerkstelligen ist. Das Problem ist, dass das nicht weit über die Kastenbreite rausgestreut wird. Man möchte aber den Dünger möglicherweise noch breiter verteilen, noch dünner verteilen. Und da gibt es jetzt hier bei diesem Streuer dann unterhalb dieses Walzenstreuwerks befinden sich 2 rotierende Teller, die jetzt den Mist noch etwas breiter verteilen. Und man sieht hier die Streuwalzen nicht. Ja, das sind 2 querliegende Streuwalzen, die schleudern den Mist jetzt gegen ein Blech und von dort fällt der Mist auf diese rotierenden Streuteller. Und hier mit diesen Streutellern, wie weit der Mist fliegt, hat man Möglichkeiten, sagen wir 12 bis 18 Meter breit, den Mist hier zu verteilen. Und das ist der große Vorteil von diesen Geräten, dass sie eine sehr intensive Mischwirkung haben, also das sehr schön eben vermischen. Der Pflug, der dreht ja den Boden nur um, der vermischt es ja nicht so schön. Und das wäre jetzt, und deswegen sind ja diese Fräsen auch insbesondere im Gartenbau noch weit verbreitet, um eben organische Rückstände eben intensiv mit dem Boden zu vermischen. An jede Pflanze ein paar Tropfen Jauche hingemacht, einfach weil nicht so viel Jauche auf dem Hof vorhanden war.